Tag, mein Name ist Alexandra Jastrap vom Lektura Verlag. Heute, am 4. Juli 2024, haben wir viele spannende Interviewpartner für unsere Zuschauer und Zuhörer, die uns ihre innovativen Produkte und Lösungen der diesjährigen Messe Nordbau etwas näher bringen. Ich freue mich, den Herrn Wilhelm Laven bei mir begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Danke Ihnen, danke für die Chance. Herr Laven ist der Verkaufsleiter für Baumaschinen bei XCMG European Sales and Services GmbH und erzählt uns heute was zu der Innovation im Bereich Radlader, dem elektrisch angetriebenen XC975 EV. Herr Laven, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für dieses Interview nehmen. Um unseren Zuschauern einen kurzen Überblick zu verschaffen, würde ich gerne zunächst über die Merkmale des Radladers sprechen. Können Sie uns kurz die wichtigsten beschreiben? Ja, gerne. Unser 975 EEV zeichnet sich als rein elektrischer Radlader im 23-Tonnen-Bereich aus, mit einer Nennleistung von 7 Tonnen. Angetrieben wird die Maschine durch drei elektrische Fahrmotoren, einen für die Vorderachse, einen für die Hinterachse und einer übernimmt die Arbeitshydraulik. Die Maschine ist emissionsfrei und kann im Dauereinsatz, im Heavy-Duty-Einsatz 5 bis 6 Stunden Minimum leisten. Im Mischbetrieb, das hängt immer darauf an, wie das Verhältnis von Fahren zu arbeiten ist, kann die Maschine im Durchschnitt 6 bis 8 Stunden, also in einem Arbeitstag, läuft die Maschine durch, ohne zwischengeladen werden zu müssen. Mitgeliefert wird bei uns die Maschine mit sämtlichen Features, die die üblichen Dieselverbrenner auch haben, Ladegerät inklusive. Die Maschine kann in 1,5 Stunden wieder aufgeladen werden. Also wenn man die Zwischenzeit, die Pausen nutzt, um zwischenzuladen, kann die Maschine somit einen vollen Arbeitstag plus Überstunden gewährleisten. Das hört sich vielversprechend an. Können Sie uns auch sagen, in welchen Märkten und Regionen diese Radlader erhältlich ist? Der 975 ist weltweit im Einsatz. Also wir haben ihn als europäische Teilniederlassung der XCMG, haben wir die Maschine von der Türkei bis nach Finnland im Einsatz und auch in Schleswig-Holstein, nahegelegen zur Nordbau, haben wir auch drei Maschinen im Einsatz, die dort im Kies- und Sandumschlag im Einsatz sind. Nachdem wir uns einen Überblick über die Maschine verschafft haben, wäre es nun spannend zu erfahren, welche digitalen Lösungen und smarten Technologien in diesem Modell integriert sind. Können Sie uns hierzu mehr Informationen geben? Auf jeden Fall. Die Maschine hat GPS und Telematics, sprich die Fahrdaten, Akkuverbrauch, Restverbrauch, Ladezyklen, ob die Maschine gut eingestellt ist, ob vielleicht ein Fehlercode irgendwo auftaucht, können 1:1 an den Servicepartner oder uns als Hersteller oder auch dem Fuhrparkleiter übermittelt werden. Positionsdaten können übermittelt werden. Die Maschine kann werkseitig mit einer Wiegeeinrichtung ausgerüstet werden. Joysticklenkung, all das können wir werkseitig verbauen. Und natürlich durch diese nachgelagerte Telematics können wir auch sehen, wo fährt die Maschine, mit welchen Leistungsdaten ist die Maschine optimal für die Leistung eingerichtet. Und wo kann sie bestmöglich wieder geladen werden und zu welchen Konditionen kann sie auch wieder geladen werden? Vielen Dank. Abschließend wäre es für unsere Zuschauer noch interessant zu erfahren, wie sich diese Technologien in der Praxis bewähren. Können Sie ein Beispiel für einen praktischen Einsatz des Radladers in einem Bauprojekt nennen? Wir haben die Maschine viel im Materialumschlag, in Kieskuhlen, Sandumschlag, LKW-Befüllung, LKW-Beladung. Dort sind die Maschinen im Einsatz, auch gerade, was ich eingangs erwähnte, in Schleswig-Holstein haben wir die Maschinen im Hafen im Einsatz, Kieswerke. Und dort erfüllen die Maschinen, wo sie auch stationär geladen werden können. Und in Schleswig-Holstein haben wir eine sehr schöne Lösung gefunden. Dort wird die Maschine mit nahegelegenen Wind, Solarstrom wieder geladen. Ein Abseitsfeld von der Baubranche. Wir haben auch einige Maschinen in Schleswig-Holstein auf landwirtschaftlichen Betrieben laufen, wo sie dann mit Biogasstrom geladen werden können. Also auch da der grüne Gedanke, der hinter der Maschine steht, aber auch in der Baubranche immer mehr, die uns auch genau diese Maschine ansprechen. Und wir haben uns darauf ausgerüstet. Wir haben diese Maschine auch im Lager, können die Maschine auch vorstellen. Auf der Nordbau wird auch eine Maschine stehen. Und Vielen Dank, Herr Laven. Damit wäre unser Interview auch schon beendet. Vielen Dank für die wertvollen Einblicke und für die Zeit heute. Ich bin überzeugt, dass das Interesse bei unserem Publikum auch geweckt ist und Sie sich die Maschine auch gerne live auf der Messe Nordbau anschauen werden. Super, vielen Dank.